So, Kane ist denn hier den. Aha. Düssen. Gott sei mit dir. Bist du Manfred, der Beschützer des jungen Herrn? Der bin ich. Warum? Du musst einen Mordsdurst haben. Wartest mit ihm seit Tagen, siehst zu, wie er sich besäuft, und du selbst nimmst keinen Schluck? Zweifellos hätte ich gern einen Krug Bier. Aber wenn ich meine Sinne auch nur im geringsten trübe, brockt sich der Tunich gut gewiss Ärger ein. Dann trinken wir gemeinsam. Und wenn du angeheitert bist, behalte ich ihn im Auge. Du hast etwas Heiterkeit verdient. Du siehst vertrauenswürdig aus. Was wollen wir trinken? Und da wir schon dabei sind, wie wäre es mit einem kleinen Spielchen? Gott behüte dich. Prost, Rüge! Oh. Okay. Ich nehme mal die Glücks... Na, der Glücksdinger ist hier. Na komm. Dein Ruf eilt dir voraus, aber mich besiegst du nicht. Bäm. Atembidor. Ach komm hier, Zeus. Huch. Ein Bier für mich. Ja nu, das geht nicht. Ei klüftet mit. Ei klüftet. Entweder bist du vorsichtig oder feige. Das schützt zumindest. Von beiden. Zumindest träglich. Aber jetzt wird's nicht. Nee. Oha. Ui. Bin fertig. Ein Bier für mich. Ein Bier für mich. Ich habe nur zwei Hände. Ja. No. Nicht so. Ich habe nur zwei Hände. Ein. So. Da ist es schon. Ja. Das ist nix. Auf gute Gesundheit. Das ist nix. Du kannst übrigens nochmal würfeln. Prost zusammen. Gesundheit. Das war's für mich. Da ist es schon. Ja, gib mir einen Moment. Ist gut, ist gut. Oh. Denk mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. What? Wie lange soll ich noch warten? Denk mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Na. Das hab ich nicht. Komm schon. Lass mich wieder würfeln. Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Sabbel nicht. Bier für mich. Hier drüben, ein Bier bitte. Das war's. Ja, gib mir einen Moment. Das ist sowas, Blackjack. Prost zusammen. Hier, genau wie bestellt. Du bist. Hier, wohl bekommst. Ich bin. Kommt gleich. Ich habe nur zwei Hände.
endlich ein Sieg! Ja. Ich hab genug. Und du meintest, du trinkst heute nicht. Ruhe! Ich geh ins Bett. Da hast du ein paar Münzen. Tupf dich aus. Morgen geht's ins Kloster, ist das klar? Kannst du nicht mehr rausrücken? Das reicht nicht mal für eine zahnlose Hure. Für Bier reicht's. Gute Nacht. Gute Nacht, sagst du. Gute Nacht. Genau wie bestellt. Hä? So. Money. Ist weg. Manfred, sind wir los. Genau wie du wolltest. Gott sei Dank. Er lässt mich nicht aus den Augen und ist geradezu erpicht darauf, mich ins Kloster zu stecken, damit er nach Hause kann. Weshalb wirst du ins Kloster gesteckt? Wie alle lustvollen Burschen liebe ich liebreizende Mädchen. Eine liebte ich zu sehr und sagen wir mal, sie war 9 Monate lang unpässlich. Aber dafür stecken sie ja nicht ins Kloster. Wenn sie die Tochter deines Lehnsherrn ist, schon. Scheiße. Scheiße ist milde ausgedrückt. Der Herr von Bukova war gar nicht erfreut. Er kann seine Tochter nun nicht mehr verheiraten und stellte Vater vor die Wahl. Entweder er zahlt 1000 Groschen und serviert meine Eier auf einem Silbertablett, oder er zahlt 1000 Groschen und steckt mich irgendwo hin, wo ich nie wieder gesehen werde. Weshalb sitzt dir dein Wächter ständig im Nacken? Damit ich nicht weglaufe. Natürlich kann ich mich frei bewegen, aber er beobachtet mich auf Schritt und Tritt, bis ich hinter den Klostermauern bin. Nun, jetzt beobachtet er dich nicht. Was bringt mir das, wenn er das ganze Geld hat und sogar meinen Sattel und Umhang hinter Schloss und Riegel hält? Ein Bier für mich. Warum läufst du nicht einfach weg? Mittellos? Was zum Teufel würde ich tun? Ich weiß nicht, wie man arbeitet, habe kein Geld und der alte Sack hat sogar meinen Umhang. Er hat mich in der Tasche. Arme gibt es überall und die kommen auch irgendwie durch. Wenn ich zwischen Hunger und Armut auf der einen und dem Kloster auf der anderen Seite wählen müsste, gewinnt das Kloster. Könnte ich dem Alten nur den Geldbeutel stehlen, dann wäre ich über alle Berge und niemand würde mich jemals wiedersehen. Was, wenn ich an deiner Stelle ins Kloster ginge? Was? Freiwillig? Du siehst mir nicht wie einer aus, der den Rest seines Lebens auf Knien beten möchte. Aber das ist wohl dein Problem. Du wirst nur aufgenommen, wenn du des Lesens und Schreibens mächtig bist und ein Schreiben des Abtes besitzt. Es bestätigt im Grunde, dass sie wissen, wer du bist und dich aufnehmen werden. Dann gib mir dein Schreiben und ich sage einfach, ich wäre du. Manfred hat es. Du müsstest es ihm abnehmen. Aber er ist stets auf der Hut, es sei denn, er schläft. Also stehle ich es und du kannst verschwinden. Verschwinden? Mittellos? Was zum Teufel würde ich tun? Ich weiß nicht, wie man arbeitet, habe kein Geld und der alte Sack hat sogar meinen Umhang. Er hat mich in der Tasche. Arme gibt es überall und die kommen auch irgendwie durch. Wenn ich zwischen Hunger und Armut auf der einen und dem Kloster auf der anderen Seite wählen müsste, gewinnt das Kloster. Könnte ich dem Alten nur den Geldbeutel stehlen, dann wäre ich über alle Berge und niemand würde mich jemals wiedersehen. Das wäre alles. Lebe wohl. Bier für mich. Okay, dann sirk wie moll. Wie du wünschst. Hä? Dann sirk wie moll. No denn. Bodyguard. Glöffel ist hier. Erstmal einen Lütten sticken. So. Wunderbar. New Guide in das Kloster. Yep, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ja. Oh, das ist so moin. Ich freue mich bei nicht auf das, ob das Tiet.
nie nicht, wird er mir mit ein Frau verdauen und nie nicht wird er ein Frau von Sölden abdrücken. Nee, kein Bär mehr. Bloß noch Wien. Und beten. Gebete sprechen. Af und to mon Flög sprechen. Ja. Wat ein moiet Leben. Ich bin Karl. Ich soll Novize werden. Wir haben dich früher erwartet. Hätte dich dein Beschützer nicht begleiten sollen. In letzter Zeit ist es hier etwas hektisch. Leute tauchen aus heiterem Himmel auf. Er gab mir das Schreiben und verließ mich am Tor. Du solltest das gewohnt sein. Immerhin bin ich nicht der erste Novize, oder? Nicht besonders umsichtig von ihm, nicht wahr? In letzter Zeit ist es hier etwas hektisch. Ein Novize kommt nach dem anderen. Der letzte hatte nicht einmal ein Schreiben. Und man könnte glauben, seine Kehrseite stünde in Flammen. So oft blickte er über die Schulter. Kam dir das nicht verdächtig vor? Er wurde ohne Schreiben aufgenommen? Ich vermute, er wollte sich vor jemandem verstecken. Aber er ist Pfarrer und weiß, wie die Dinge im Kloster laufen. Also sprach nichts dagegen, ihn aufzunehmen. Zumindest vorläufig. Bei dir ist das allerdings etwas anderes. Kannst du lesen? Natürlich, sonst wäre ich nicht hier. Nun denn, bist du bereit, dich dem Benediktinerorden anzuschließen und den Versuchungen dieser Welt für immer zu entsagen? Ja. Dann musst du dich sämtlicher weltlicher Besitztümer entledigen. Verkauf sie, gib sie den Bedürftigen oder spende sie dem Kloster. Es ist dir nicht erlaubt, diesen Ort unter der Bürde weltlicher Güter zu betreten. Im Torhaus befindet sich eine Truhe mit einer Mönchsrobe. Entledige dich deiner Habe und wirf die Kutte über. Dann kannst du ruhen, während ich den Prior aufsuche, um deine Aufnahme abzuwickeln. Lebe wohl. Endlich Ruhe. Ja, das ist ja gar nicht mal so viel, was der haben will. Ich sag mal so, die Gebühr, ja, der Obnormgebühr ist einfach mal, gib eins weg, was du hast, verkauf eins, gib das der Armen, gib das der Gegenseim, ja, und du kannst das auch den Kloster geben und dann gehst du in die Kutte, ja, hier rüben, betest, arbeitest und holst die Mul. Was ist das denn? Eigenartig, so ganz ohne Habe zu sein. Ich wusste nicht, wie sehr ich mich daran gewöhnt hatte. Es ist alles vorbereitet. Die Zeit ist gekommen, um deinen Schwur abzulegen. Muss ich das hier wirklich anziehen? Du solltest dich lieber daran gewöhnen, denn diese Kutte trägst du den Rest deines Lebens. Thank you.
Meine Brüder, wir haben uns heute hier versammelt, um einen neuen Novizen in unserer Mitte aufzunehmen. Liebster Bruder, vergiss dein bisheriges Leben und tritt ein in die Gemeinschaft der Ordensbrüder des heiligen Benedikt. Opus Dei, obedientia, opprobria. Der Dienst an Gott, Gehorsamkeit und die Duldung jedweder Unannehmlichkeit. Sie bilden das Fundament und die Grundpfeiler unseres Ordens, welche vom heutigen Tage an auch die deinen sein sollen. Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum et vivam, et non confundas me ab expectatione mea. Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum et vivam. Eloquium tuum vivam. Et non confundas me ab expectatione mea. Nimm deinen neuen Namen an, Bruder Gregor, und trage ihn mit Würde. Willkommen, Bruder.